geil. Ein weiteres Teil für meinen 65er. Dein was? Mein 65er. Wie, nee, 65er? Commodore 65er. Du machst mich fertig. Board. Immer wieder faszinierst du mich. Wo hast du denn das jetzt gefunden? Das gibt's doch gar nicht. Das ist eine C65-Platine. Ja, genau, den baue ich mir. Den verkaufe ich sauteuer. Für 100.000 mindestens. Und dann kaufe ich mir ein Boot. Mhm. Ein Boot. Boot. Okay. Mhm. Ja, schau. Habe ich mir die Taste. Eine Taste. Okay. Gib mal das her hier. Mhm. Okay, krasse Sache. Ja. Was soll die kosten? Mhm, 5.000 Euro. Eine Taste. Mhm, aber Italien. Da stimmt doch bestimmt irgendwas nicht. Mhm. Was trinkst denn du da? Das ist irgendwie gelb. Ja? Meinst nicht, dass die geil ist? Also das stinkt doch irgendwie. Ja. Der schickt die. Ey, die passt doch irgendwie zu diesem 65er, den ich letztens gesehen habe. Ja, ja. Schau da, 92% gute Bewertungen. Das kann ja kein Fake sein. Also irgendwie, nee, ja, 92% ist irgendwie anscheinend schon echt schlecht bei eBay, habe ich gehört. Also, ich glaube mir nicht. Komm, das schauen wir uns mal genauer an. Okay. Naja, das schaue ich mir an. Okay, komm, ich biete mal weiter. Besser nicht. 6, 9. Nein! Hallo und herzlich willkommen zu Tentalian Retro Repair. In dieser Folge geht es um eine eBay-Auktion, die vor einer guten Woche stattgefunden hat. Und zwar ging nach über 2 Jahren endlich mal wieder ein Commodore 65 über die Theke. Er hat stolze 16.700 US-Dollar erreicht und hatte aber eine, naja, sagen wir mal, Besonderheit neben einem fehlenden Videochip. Kam es nämlich dazu, dass diesem C65 auch eine Taste gefehlt hat, und zwar die Taste 6. Naja, das war nicht alles, nämlich das Lustige an der Geschichte ist, just einen Tag darauf, man könnte es Karma nennen, kam eine Auktion auf, und zwar um diese Taste 6. Da wollte jemand 5.000, nicht US-Dollar, und zwar Euro haben. Jetzt wurde die Sache langsam interessant. Ich habe mir das nämlich angeschaut und bin darauf gekommen, der Verkäufer der Taste ist aus Italien, der C65 einen Tag vorher, der war aus USA. Also sehr unwahrscheinlich, dass diese Taste den weiten Weg ohne C65 vor langer Zeit von USA nach Europa begangen hat und nun dort zum Verkauf steht. Wenn man sich dann aber diese Auktion ein wenig genauer ansieht, stellt man ein paar Sachen fest, und die wollen wir euch heute mal genauer erklären. Geht nämlich darum, dass man nicht auf alles reinfahren sollte. Und zwar, wenn man sich die Bilder zu dieser Taste genauer ansieht, erkennt man, dass diese, ja, Schattierungen der Vergilbung nicht ganz zu dem Original C65 passen. Also ist schon mal klar, die Taste ist unwahrscheinlich, dass es von diesem C65 war. Naja, der Verkäufer war so nett und hat noch ein zweites Bild zur Verfügung gestellt. Und zwar hat er hierbei die Springfeder und die Unterseite der Taste gezeigt. Und um die wollen wir uns heute mal genauer unterhalten. Ich habe hier ein Tastaturentfernungstool mir auf unserem 3D-Drucker ausgedruckt. Ist recht praktisch. Und zwar damit kriegt man die Taste, ja, ich sage jetzt mal, recht schadfrei aus dem Gehäuse raus, was bei so einem C65 vielleicht nicht schlecht ist. Ich meine, manche würden ja die Taste für 5.000 Euro versteigern. Das Schöne daran ist, einfach nur locker anziehen, die Taste springt raus und ich habe hier die Feder. Ich lege die hier mal hin, die Taste und die Feder, und wir wollen uns auf jeden Fall die Unterseite mal genauer anschauen. Viel fällt noch nicht auf. Das Einzige, was man sagen kann, ist, die Taste ist weiß, die Feder, naja, die hat hier 1, 2, 3, 3 Drehungen von unten nach oben. Wenn man sich aber jetzt das Bild anschaut, von dieser versteigerten Taste, dann sieht man, die Feder, die hat nur 2 Drehungen und die Tastenunterseite ist schwarz. Wie ihr euch schon denken könnt, ich habe hier jetzt mal zum Vergleich 2 Computer daneben stehen, naja, bei denen die Beschriftung der Taste
genau zum gleichen Layout passt. Und zwar vom C128 und vom Plus 4. Wenn man sich jetzt die Farbe ansieht, naja gut, unser C128 ist ein wenig vergilbt, aber da könnte man fast sagen, hier die Taste, dort die Taste, die ist schon recht weiß. Also würde von normalerweise bei einem C128 die Taste besser passen. Und ihr könnt euch vorstellen, was der Fall sein wird, wenn ich jetzt diese Taste 6 von dem C128 mal rausziehe. Ich muss mich dann ein wenig durch das Gehäuse kämpfen. Das können wir ja dann rausschneiden, oder Lars? Schneiden wir dann raus, oder auch nicht. So, jetzt bin ich hier reingekommen. Schöne ist, trotzdem nichts verletzt, nichts zerkratzt. Und die Taste ist auch schon draußen. Legen wir mal zum Vergleich diese Feder daneben. 3 bis 4 Drehungen. Interessant. Und eine schwarze Unterseite. Vergleichen wir nochmal mit der Plus 4 Taste. Gleiches Spiel. Ich lege mal unseren C65 ein wenig zur Seite. Nimm mal den Plus 4. Kämpf mich ein wenig am Gehäuse an der Taste vorbei. Hinten komme ich nicht ran. Jetzt mache ich es nur mit einer Seite. Halt, wir wollten die 6 rausziehen. Kämpfe ich mich hier ein wenig vorbei. Hinten komme ich rein. Ihr perfekt passt. Ein leichter Zug. Und das Entfernungstool ist zerbrochen. Lars, das war's wohl, würde ich sagen. Doch ABS und nicht PET drucken. Also, weg damit. Zum Glück habe ich mir ein Backup vorbereitet. Und zwar die guten alten iPhone-Tools, würde ich mal sagen. Probieren wir es doch dann mal hiermit. Da müssen wir uns zwar jetzt ein bisschen fester um die Taste kämpfen, aber wir kommen rein, genau. Und schauen uns mal die Plus-4-Taste an. So, ja, passt halbwegs zur Farbe doch sogar dazu, ich hätte es nicht gedacht, aber tja, nur 2 Umdrehungen an der Feder, wie man so sehen kann hier. Ist also interessant, wir haben also die C128-Taste, die unten schwarz ist, die Plus-4-Taste, die unten schwarz ist, mit nur 2 Umdrehungen, wie in der Option, und das ist die Original 65er-Taste. Wollte uns also anscheinend der Schlingel eine Plus-4-Taste für 5.000 Euro verkaufen. Naja, ich habe es mir auch gleich am Anfang gedacht, dass da was nicht stimmen kann, habe dann auch prompt nachgeschaut und habe ihn daraufhin angeschrieben. Das Ergebnis war, 15 Minuten später hat er die Auktion von eBay runtergenommen und das war es dann auch. Also, Fazit, passt auf. Glaubt nicht alles, was euch da verkauft wird. Insbesondere fand ich es schade, weil er wirklich explizit rare C65-Taste gesagt hat in der Auktion. Also das ist ganz schön dreist. Da gibt es also so manche schwarze Schafe. Lieber zweimal schauen und dann kann euch sowas nicht passieren. Ansonsten könnt ihr uns gerne fragen. Und mich würde es freuen, wenn ihr Kommentare hinterlässt, ein Like dazu gebt. Und wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet zu Tentalien Retro Repair. Auf Wiedersehen!